Wie war denn dieses Gefühl? Nimm uns mal mit auf diesen Tag, zuerst schon der Vorlaufschnellste gewesen, dann noch ganz knapp hinter dem persönlichen und auch österreichischen Rekord und dann Finale unglaublich um 1,58 Sekunden den österreichischen Rekord nach unten gedrückt, 3,35,90. Nimm uns mit. Ja, die 400 Freistil sind ein sehr langer Bewerb. Es ist ein langer Tag, es geht morgens los mit den Vorläufen. Und in den Vorläufen ist es immer ganz wichtig, sich erstmal so positionieren, dass man dann am Nachmittag im Finale schwimmen kann. Das ist mir im Vorlauf gut gelungen, habe eine gute Bahn fürs Finale bekommen und dann geht es relativ intensiv weiter, weil dann gibt es 4 bis 5 Stunden Pause dazwischen, bevor das Finale ansteht. Und ja, in der Zeit wird dann regeneriert, gegessen, nochmal ins Hotel gefahren, möglicherweise einen kleinen Mittagsschlaf und dann wieder zurück zum Becken, nochmal aufwärmen, nochmal einschwimmen. Und dann stand das Finale an und ja, dann das Finale ist für mich perfekt verlaufen. Ich habe genau das machen können, was ich wollte und mein Plan ist voll aufgegangen. Und ja, das war dann ein unglaubliches Gefühl, als Erster in diesem Finale anzuschlagen und zu wissen, man ist Weltmeister. Das war natürlich großartig, auch für alle, die mitgefiebert haben. Ich habe es mir selber auch angesehen. Du warst ja ab 100 Meter, warst du ja vorne mit dabei und hast eigentlich von vorne weg das Rennen gemacht. Was war denn dein Plan vorab? Mein Plan war relativ aggressiv angehen. Ich weiß, dass ich trotzdem nicht der Schnellste sein werde am Anfang, weil einige von den anderen Schwimmern dann doch schnellere Grundgeschwindigkeit haben. Aber dann an dem zweiten und dritten Hunderter wollte ich so hart arbeiten wie möglich und dann die anderen zerstören dadurch, sodass sie am Ende mich nicht mehr einholen können. Und das ist mir dann auch gut gelungen. Und wie war dann dieses Gefühl bei der Hymne dann auch wirklich diese, ich habe zuerst dieses Flash-Interview, da war ja wirklich, da waren die Emotionen, sind aus dir herausgesprudelt und dann natürlich noch die Hymne Rot-Weiß-Rot und diese Goldmedaille umhängen zu haben. Wie war das für dich? Alles was ganz Spezielles. Das ist das erste Mal, dass ich das habe. Das ist nicht so oft, dass wir die österreichische Hymne bei einem Schwimmwettkampf hören und dann genau noch bei einer Weltmeisterschaft. Also ja, es ist schwer zu beschreiben, weil es so etwas ist, was man nicht wirklich... etwas, was man durchleben muss oder dabei zu sein, damit man ganz genau weiß, wie sich das anfühlt. Aber es ist etwas ganz Großartiges und ganz Spezielles, das so einfach ich noch nie wirklich so erlebt habe wie gestern. Jetzt bist du ja 24 Jahre jung. Das ist ja für einen Sportler, da bist du noch im besten Alter mit dabei. Also das heißt, da ist ja noch einiges vor dir. Bei Olympia, da warst du 3-mal im Finale. Jetzt in Tokio war unter anderem auch ein Platz 4. 1300 an der Medaille vorbei. Gleichzeitig natürlich, dein Werdegang ist ja ein ganz besonderer. Du bist aus Österreich zuerst nach Deutschland gegangen, danach auf die University of Michigan, wo auch schon andere Größen wie zum Beispiel Tom Brady studiert haben oder Madonna oder auch der Ex-US-Präsident Gerald Ford. Und bist jetzt nach England übersiedelt. Nach Leicester und machst den Master dort. Bademeister bist du auf jeden Fall schon. Wo geht's denn hin mit dem Felix Auböck? Ich glaube, dass ich jetzt erstmal eine Zeit lang dort bleiben werde. Es funktioniert sportlich wirklich sehr gut. Die Ergebnisse stimmen. Ich fühle mich dort sehr wohl und auf alle Fälle, glaube ich, habe ich noch eine längere Karriere vor mir. Und das hoffentlich war ja das erste Beginn, aber natürlich sehr glücklich. Ich bin schon mittlerweile so sehr zufrieden mit meiner Karriere, auch wenn es das schon sein sollte. Ist es unglaublich, aber ich hoffe, dass da natürlich noch einiges kommt. Was macht denn das auch mit dem Selbstbewusstsein? Denn gerade als Sportler und auch als Olympiasportler denkt man ja auch oft in olympischen Zyklen. Normalerweise sind das 4 Jahre, in dem Fall sind es ja nur 3 Jahre zwischen 2 Olympischen Spielen, beziehungsweise jetzt ab der Goldene nur noch 2,5 Jahre bis zum nächsten Mal, dann wenn in Paris 2024 im Sommer wieder geschwommen wird. Was sind denn, ist die Erwartungshaltung da auch gestiegen, beziehungsweise was erwartest du von dir selber? Es zeigt mir einfach jetzt mittlerweile, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich war letztes Jahr schon auf dem richtigen Weg und habe einfach nur nicht das Glück gehabt, meine Medaille zu gewinnen. Jetzt natürlich ist wieder etwas mehr Glück dabei, so ist das eben bei uns. Und ja, es stimmt vollkommen, wir denken in olympischen Zyklen. Ich glaube, es ist nur ein großer Vorteil, dass die nächsten Olympischen Spiele jetzt nur 2,5 Jahre entfernt sind. Das ist nicht mehr so weit entfernt und fühlt sich schon sehr real an. Und auf alle Fälle Paris 2024 ist das ganz große Ziel. Aber auf dem Weg dorthin haben wir noch 2 Langbahn-Weltmeisterschaften, 2 Langbahn-Europameisterschaften, sogar eine Kurzbahn-Weltmeisterschaft, also jede Menge Wettkämpfe, große Höhepunkte, die natürlich genauso viel zählen für uns Schwimmer, weil diese Wettkämpfe genauso wichtig sind und von der Wertigkeit, weil Olympische Spiele gibt es eben nur alle 4 Jahre.
Absolut. Und natürlich eben Stichwort Olympische Spiele. Da gab es natürlich, wir erinnern uns, in jüngerer Vergangenheit gab es dort die Silbermedaille. 2002 war das durch Markus Rogan, damals 2004, pardon, in Athen natürlich. Aber es gab schon mal Gold, und zwar bei den Zwischenspielen 1906 in Athen, damals für Otto Scheff auch über 400 Meter Freistil. Das war aber zu Zeiten, wo es noch zum Beispiel 200 Meter Hindernisschwimmen und sowas gab. Also ich glaube, das wird dir erspart bleiben. Das wäre schon was, oder? Da auch in diese Fußstapfen treten zu können. Ja, alles wäre etwas, in die Fußstapfen vom Otto zu treten. Ich gehe meinen Weg weiter. Ich denke, bei Olympischen Spielen ist es ganz anders. Das ist etwas, da kommt dann nochmal mehr Druck dazu. Und natürlich möchte ich diese Medaille, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es muss eine gewisse Farbe sein. Ich glaube, wenn man eine olympische Medaille gewinnt, das bedeutet einem alles. Und ja, ich war ganz knapp dran. Ich weiß, dass ich es drauf habe. Deswegen freue ich mich jetzt auf den Weg für die nächsten 2,5 Jahre.